Hallo. Hi. Ich finde das schön. Funktioniert immer besser. Wir haben euch dieses Mal eine Verbindungskarte mitgebracht. Auch die war für das Vorfeld gedacht, also für das, für die Introphase von unserer 21-Tages-Challenge. Und Verbindungskarte bedeutet für uns, dass dass ihr miteinander in Verbindung geht, aber nicht primär über Worte. Also ihr erzählt euch nicht etwas und ihr macht auch nicht über eine längere Zeit irgendwie was besonders anderes in eurem Alltag, sondern ihr findet euch zusammen zu einer Übung ein, die unterschiedlich aussieht. Und diese wird euch Jan präsentieren. Siehst du das? Siehst du meinen Bildschirm? Ist das richtig? Nee, ach jetzt, das Problem ist, ich kann nicht in der Art vorlesen. Ich Oh, kann nicht mache ich flüssig voll gerne. vorlesen. Warte, mache ich voll gerne. Das ist eine meiner Stärken. Also, zuhören statt Lösungen. Einer von euch beiden, mir fällt gerade ein, ich habe die Karte, glaube ich, auch geschrieben, weil ich wirklich drunter leide. Also, einer von euch beiden hat 5 Minuten Zeit, über das zu berichten, was ihn oder sie heute gedanklich immer wieder beschäftigt oder belastet hat. Er oder sie kann, bringt alle, oh, guck mal, da ist ein Fehler drin. Mann, wir sind zu professionell. Also, er oder sie bringt alle Überlegungen dazu an und braucht keine Lösung zu präsentieren. Nach diesen 5 Minuten Problemerläuterung gibt der Zuhörende den Kern des Problems wieder und fragt auch, ob er es richtig verstanden hat. Gegebenenfalls gibt der Redende noch mehr Informationen oder Richtigstellung, mögliche Satzanfänge auf der Rückseite. Es endet nicht mit einer aktiven Lösung des Problems, es sei denn, sie kommen dem Redenden durch den Prozess selbst, sondern der Sinn der Übung ist, dass der Redende sich gehört und verstanden fühlt. Ja. Ja, so das typische Männerproblem und von mir dann im Besonderen mit meiner Lösung, Berufskrankheit. Und ja, es fällt mir so schwer, keine Lösung zu bringen. Ich höre mir das Problem an und dann mache ich die Vorschläge, die mir einfallen. Ich merke das nicht. Das ist für mich einfach ein ganz normaler Gesprächsablauf. Mittlerweile weiß ich, das ist typisch Mann. Männer teilen sich nur mit, wenn sie eine Lösung wollen. Ansonsten wird das Problem gewälzt. Das macht man so lange, bis man das erledigt hat, bis man es mit sich selbst ausgemacht hat und dann geht man zu anderen und teilt das mit an. Ja, die meisten Frauen wollen es umgekehrt haben. Da wird das Problem diskutiert, angeschaut, reingefühlt und es soll keine Lösung geben. Es wird einfach gemeinsam betrachtet. Und es verursacht mir teilweise wirklich körperliche Schmerzen fast. Keine Lösung anzubieten, sondern einfach nur zuzuhören und es da sein zu lassen. Es gibt ein Problem, was nicht gelöst werden soll. Ich meine, aber es ist halt auch echt viel Potenzial dahinter. Du musst nämlich die schlechte Laune deiner Freundin nicht lösen. Die darf da sein. Das Problem ist kein Problem. Das ist einfach nur das Erleben. Und das ist richtig cool. Also zu erkennen, dass ich aufhören kann, mich für alles verantwortlich zu fühlen, das gibt echt Freiheit. Super schön. Ich glaube, die Idee dahinter ist, also warum Frauen es mögen, dass es einfach da sein darf, ist, dass wir uns verbunden fühlen wollen über Worte. Das ist ja irgendwie auch so eine Sache, ne? Frauen können sich über Worte total gut verbinden, Männer über Stille. Es ist nur eine Sache, ja. Also wir sitzen nicht stundenlang nebeneinander am See und halten die Klappe irgendwie oder so. Männern gibt es super viel, ne? Das ist einfach Verbundenheit dann zusammen auf Mission. So. Und Frauen bauen tatsächlich Nähe auf, also eben auch im hormonell, biochemisch Nähe auf über Worte. Männer nicht so. Und das ist einfach ein Fakt. Und deswegen für uns hilft es meistens schon zu wissen, dass wir in der Scheiße nicht alleine sind. Dass wir Hilfe haben, dass wir Menschen haben, die uns zuhören. Und dann können wir, wenn wir das wollen, über uns selbst hinauswachsen und unser Problem selbst lösen. So. Oder ich sage ganz klar, hier, guck mal, kaputt. Oder Klassiker, keine Ahnung, die Duschhalterung fällt mal wieder ab. Und ich bin so sauer auf die scheiß Duschhalterung, dass ich es nicht schaffe, nach Hilfe zu fragen. Das ist eine große
große Sache für mich, nach Hilfe zu fragen. Ne? Ehemalige starke, unabhängige Frau, ich kann alles alleine. Ich habe meine Männer immer kastriert, immer entmannt. So, ich brauchte nie jemanden. Also wenn diese Duschhalterung mal wieder abbricht und ich nicht mehr weiß, was ich noch machen muss, bin ich so enttäuscht vom Leben, weil ich ja schon so viele Lösungen gefunden habe, dass ich nicht sage, löse mein Problem, sondern ich bin dann einfach sauer. So, und wenn du mir dann ankommst mit, komm, bestell doch mal das und das. Nein, ich will jetzt einfach gerade sauer sein auf den scheiß Duschhalter. So, also was zur Hölle, ich habe den recherchiert, ich habe den bestellt, dann hat er einmal schon nicht funktioniert, dann hat meine Freundin ihn angeklebt, so mit Klebern, hält er wieder nur 3 Wochen oder so und fällt dann wie, ich bin einfach enttäuscht vom Leben gerade. Das möchte ich gerne genießen. Das ist ja auch, also du nimmst deiner Frau die Möglichkeit weg, ihre Emotionen zu genießen. Genieß sie doch einfach mit. Schimpf doch einfach zusammen auf den scheiß Duschhalter. Wie viel Entertainment Potenzial hat eine Frau in ihren Dramen, ja, und das, worüber du dich mit deinen Kumpels sonst lustig machst oder das, worüber du im Kino so laut lachst, so, das hast du ja zu Hause. Also könnt ihr eine Kultur finden, wo ihr miteinander den Scheiß des Lebens auch mal genießen könnt, weil sie genießt es halt einfach. Auch wenn sie es nicht zugeben kann, auch wenn sie es selbst gar nicht merkt. So, sie genießt all ihre Emotionen und Gefühle und du kannst sie mitgenießen, wenn klar ist, dass du danach den Scheiß-Duschhalter wieder an der Wand anbringen wirst. So, aber bitte still und leise. Und danach werden wir nie wieder über diesen Scheiß-Duschhalter reden. Also ist ganz praktisch hier der Duschhalter. Und Jan, glaub mal nicht, dass ich den neuen, der gestern angekommen ist, wieder da anbringen werde. Ich werde nichts mehr machen in dieser Dusche. Ich nehme das so persönlich, dass es nicht funktioniert hat. Alles, was wir uns ausgedacht haben, also ich und meine Freundin Bibi, dass nichts davon funktioniert. Ja, ich werde mich nie wieder damit beschäftigen. Ich gucke ihn einfach, ich strafe ihn mit Desinteresse. So. Und muss halt einfach das Scheißteil ändern. Aber das ist egal. Ich löse dieses Problem nicht. Du kannst das Problem irgendwann in deiner Anwesenheit hier dann wieder lösen. Das würde mich wirklich sehr glücklich machen. Das mache ich total gerne für dich. Hey, ich bin beeindruckt, dass du das Ding überhaupt bestellt hast. Ich habe gedacht, auch das machst du nicht. Also der Jan muss mir dann den Link schicken so zum Amazon-Produkt und dann bestelle ich das. Und dann, das kann ich machen. Aber ich würde niemals, mein Leben ist zu kurz, um in den Baumarkt zu fahren und eine Duschhalterung zu suchen. Und am besten da irgendwie noch mein Problem zu beschreiben oder verschiedene Möglichkeiten auszuchecken, wie man diesen Duschhalter, also alles, was Männer geil finden. So, findet ihr das geil, macht das für euch. Ihr macht das für euch. Schickt mir das Ergebnis, wenn ich irgendwas bestellen muss, dann mache ich das, aber anbringen werde ich das auch nicht. Ich bin hier die Frau, verdammte Scheiße nochmal. Ja, ich könnte mich damit auseinandersetzen und ich wäre genauso aggressiv, wie ich das jetzt gerade bin und halt auch passiv-aggressiv. Ja, das ist eklig. Also warum soll ich mich damit beschäftigen? Nein, ich meine, und das ist das, was Männer ja Frauen auch so oft vorwerfen. Du willst gar keine Lösung. Nein, will ich auch nicht. Hast du das schon gemerkt? Ja. Mir fällt es nur echt schwer zu erkennen, wann was eine Lösung ist. Also das ist, keine Ahnung, das ist so, ich merke es teilweise einfach gar nicht. Ja. So, ja. Für mich ist das dann so, Lösungsfindung, die Unterhaltung, eigentlich sind sämtliche Unterhaltungen, die ich führe, da geht es um Lösungsfindung. Mein ganzes Leben dreht sich um Lösungsfindung. Und ich unterhalte mich mit dir und ich so, ich kann das nicht. Das ist wirklich Arbeit für mich. Ja, I know. Ich weiß und ich schätze es sehr, dass du dir trotzdem Mühe gibst, mich zu verstehen. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, dass der Jan rumgeht mit so einem Sensor irgendwie und der macht immer so piep, 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 piep und dann sieht er irgendwas, was entweder wieder hingestellt werden muss oder was neu gemacht werden muss oder was mal eingeschickt werden muss oder was eine neue Lösung braucht oder er sieht mich und auf irgendeins von dem hat er dann piep, 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 piep. So, entweder es kommt am nächsten Tag von alleine irgendein Paket an, das er dann bestellt hat und was das Problem löst oder er spricht es an, man müsste doch mal und damit haut er sowieso immer auf Granit. Ich werde darauf nie sagen, okay, ja, lass uns das machen, sondern maximal sage ich, okay, mach das. Das ist schon gut. So, ja, ich möchte mich mit gar keinem Problem hier beschäftigen. Ich bin, ja, nein, bin ich nicht für gemacht. Das wird nie funktionieren. Und am schlimmsten ist es, wenn er versucht, mich zu fixen.
Und das ist, finde ich, für Beziehung so eine große Sache. Wenn du als Mann aufhören kannst, deine Frau zu fixen, vor allem wenn du in dem schönen Drama-Dreieck der Retter bist und deine Frau zum Opfer machen möchtest. Wenn du versuchst, deinen Partner zu fixen, du wirst deinen Partner sowieso heilen und deinen Partner sowieso helfen, deinen Partner sowieso unterstützen, aber nicht dann, wenn du das intentional machst. Also immer, wenn du irgendein Problem in mir siehst, wo du interpretierst, dass das eins meiner Probleme wäre, dann haben wir ein Problem. Aber es ist nicht mein Problem. Es ist nicht das ursprüngliche Problem, sondern es ist das Problem, das du siehst, das ich nicht habe. Und da, das ist tatsächlich, wir sind da schon öfter aneinander gecrashed, so da bin ich super allergisch und jede Frau wird da dicht machen. Ja, wenn wir merken, jemand, weil das ist ja eine absolute Grenzverletzung. Du übertrittst meine Autonomie, also du übertrittst meine Grenze, wenn du an mir rumwerkelst und an mir rumfuschst. So. Und gerade, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich von Archetypen rede, aber ich tue es trotzdem. Gerade der Archetyp Magier, tut mir leid, das ist derjenige, der rumgeht und für alles, also für alle Probleme Lösung findet. Der weiß, der hat einfach, der weiß nicht, wie man isst. Kennt ihr diese Videos von Hunden, die irgendwie irgendwo runterkullern und dann auf zwei Beinen weiterlaufen, wo dann drunter steht, he forgot how to dog. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei dir dann dieser Satz angeht, ich weiß nicht, wie man Mensch ist, wenn ich sage, hör auf damit, das ist nicht cool. Und da einfach null Handlungsalternative da ist. So, okay, krass, das funktioniert nicht. Ich verstehe nicht warum, aber okay, das funktioniert nicht. Aber ich weiß auch nicht, was man dann macht. So. Nee, ist defekt, muss repariert werden. Funktioniert so nicht mehr. Ja. Und wenn das was. Weint nicht gut, muss aufhören mit weinen. Schokolade. Ja, ich kann dann auch nicht unterscheiden, welcher Moment, in welchem Moment es eine Lösung braucht oder irgendwie getröstet werden oder sowas, in welchem nicht, keine Ahnung. Dann ich kann mich gut vorstellen, dass ich an den Punkt komme, dass ich selbst, wenn es einen Todesfall gibt, mir denke, okay, braucht keinen, muss nicht gefixt werden. Ich kann da einfach zugucken und es interessant finden, so ungefähr. Und dann ist es vielleicht verkehrt. Also mir Und es fehlt da irgendwie der umarmen Maßstab. vielleicht kannst du es auch umarmen. Umarmen ist, glaube ich, immer in Ordnung, oder? Ja. Okay. Vor allem, wenn es um sich schlägt. Ist es eigentlich in Ordnung zu fragen, ob ein Problem gelöst werden soll oder ist es Ja. schon zu viel? Ach, okay, das geht. Das ist geil. Ja, das finde ich gut. Okay. Ja. Brauchst du eine Lösung? Nein! Also das darfst du dann aber auch nicht persönlich nehmen. Das ist nicht gegen dich gerichtet. Ja. Nein! Ich bin sauer auf das Problem. Ja. Okay. Ja. Ja, ich glaube, das könnte hilfreich sein. Muss ich mal testen. Teste das Das mal. ist so ein Problem, was ich habe. Ich in so Stresssituationen bräuchte ich wirklich eine Checkliste. Was ist gestresst, sauer, irgendwie sonst was? Und dann, wie reagiere ich dann? Ja, zum Beispiel keine Hilfe anbieten, fragen, irgendwie ob Problemlösung gefragt ist, ansonsten in den Arm nehmen. Ja, genau. Nimmt noch Augenkontakt auf, nimmt keinen Augenkontakt mehr auf. Beißt, tritt. Wir sollten auf jeden Fall sowas herstellen. Das finde ich richtig gut. Ja. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Zuhören. Zuhören statt Probleme lösen. Ja. Aber ich glaube, wir haben es auch ganz gut geschafft. Hammer. Geil. Perfekt. High five. Cool.